Hallo und herzlich willkommen zurück bei Astrobot. Wir haben in der letzten Folge die Unterwasserbegebenheiten geprüft. Wir könnten jetzt kleine Level machen, aber ich glaube, wir machen erst nochmal gießkannenmäßig was. Wir haben natürlich da unten auch wieder so einen leeren Level, aber ich bin dafür jetzt nicht, ich habe jetzt da keine Lust drauf. Deswegen gehen wir erstmal zur Gießkanne. Ballonbrise, hier haben wir eine Galaxie. Haben wir auch eine Galaxie? Nee. Das sieht aber interessant aus mit dieser Spukzeit. Okay, jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 7 kleine Astrobots. Und, oder zwei, eigentlich sind ja nur Bots, gell? Weil Astro ist ja nur unser Astrobot. Wir landen mal in der Ballonbrise. Ach Gottchen. Ach, wie süß. Was seid ihr denn? Das sind ja kleine Wurmis. Aha. Ich kenne so Leute wie dich. Boah, das sieht ja schön aus. Das Gras sieht ja unfassbar weich aus. Oder das Gestrüpp hier. Aus dem Buchsbaum. Was ist denn nur los? Ach, das ist der... Ach! Eine Gießkanne. Gucken, nicht, dass wir hier irgendwas wieder vergessen. Nummer eins, oder? Nummer eins. Ja, sehr gut. Er ist auch wieder da. Vielen Dank. Das ist neu. Ach was. Oh, man stirbt aber direkt. Schöner Topf hier. Süß. So, was machen wir hier? Ach. Interessant. Hey, da oben ist einer. Traumreisender spricht fließend Phantom Millet. Was? Hä? Nein! Okay. Oh, was ist das denn? Wo ist denn hier?
Mhm. Hä? Ach, ich hätte mich dranhängen müssen, glaube ich. Ach! Ah! Nein! Nein! Da vorne? Komm ich halt noch hin? Da ist es. Ich konnte es nur vergessen. Ach, brauche ich gar nicht. So, jetzt aber. Oh, das ist ja interessant. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja cool. Hey, ich bin noch nicht fertig mit der Teil. Nein, es regnet. Och, wie schön. Oh, das fühlt sich so hart an hier. Drin. Hä? Ich bin gestorben. Wie bin ich denn gestorben? Oh oh. Ich glaube, durch die bin ich gestorben. So, wer bist du? Junger Urlauber erinnert sich noch immer an den Sommer 75. Ja, okay. Keine Ahnung, aber okay.
Oh, das mit dem ist so süß. Ein kleiner Regenschirm. Aha. Wo ist die Galaxie? Man sieht auch richtig, dass unechte Pflanzen sind. Diesen Dings unten. Das ist ja klar, dass es unechte sind. Och. Die haben auch Verkleidung hier. Okay, jetzt fehlt nur noch einer und ein Puzzleteil. Hat er da irgendwo welche? Er ist halt immer noch da. Irgendwo runter. Sieht nichts aus. Okay. Die Sonne ist da, aber unser Freund ist weg. Oder sind wir ein bisschen nach oben geflogen, glaube ich. Ach, ab jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ist das mal ein Ei? Nein! Okay, jetzt müssen wir besser abpassen. Nein! Ich wollte doch gar nicht dahin. Ja, danke schön. Das letzte Puzzleteil. Ach Mist. Du? Soll ich da rüberkommen? Ja.
Okay, so soll ich doch bekommen. Also das hier ist irgendwie out of nowhere. Mit den erst mit den Pflanzen und jetzt das hier. Obwohl es natürlich so mehr zum Namen passt. Habe ich hier irgendwo einen vergessen? Ah, da drüben. Gott. Das ist verwirrend hier. Ich will doch nur die Münze. Nein! Oh. Ich helfe dir. So. Uns fehlt trotzdem noch die Galaxie. Wo ist die Galaxie? Ich würde ja am liebsten dahin fliegen. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Nee. Wir warten jetzt hier erstmal. Oh, ist hier los. Galaxie fehlt. Die Galaxie. Das ist ja wunderbar hier. Aber die Galaxie fehlt. Hmm.
Das hat auch nichts gebracht. Ich glaube, wir müssen erstmal. Ich glaube, wir sind hier schon zu weit. Cool. Oh. Da kommen wir her. Okay. Nun gut, wenigstens das. Ich will mal gucken, ob ich selbst finde. So, mein Herz. Gucken wir erstmal den hier an. Wo ist die Galaxie, mein Herr? Ja, genau. Ein Stück fehlt halt noch. Ach, das reicht so. Oh oh. Ich fand's halt hier schon so komisch, dass es nur die eine Ecke gab. Das dann doch lohnen wird, das Ding da unten für 200. Ist aber auch nichts, was man ziehen kann. Ach, kann es sein, dass man es auseinanderschneiden muss?
Wenn ich das jetzt so schön hier auseinanderschneide. Cool. Hat total gar nichts gebracht. Hier. Och nee. Hat man doch schon. Hallo? Hier irgendwas. Nee. Oh oh. Und ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Und morgen geht's hier regnerisch weiter. Tschüss.